Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, wir sind im Schattendschungel bei der Inselprüfung auf Akala. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Erinnerung zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, ich wollte eigentlich nichts aus der Winterpause bringen und wollte jetzt mal ein bisschen, ja, Ruhe bringen auf meinem Kanal, aber ja, ich konnte es nicht mehr aushalten, ich musste unbedingt. Ich habe gesehen, dass der Let's Play Markus schon mit seinen Folgen fast am Ende des Let's Plays ist, den Let's Play fast beendet hat, und ich lungere hier noch bei der Inselprüfung hier in Akala rum auf der zweiten Insel. Musste mal wieder sein. Naja, vielleicht kann ich heute ein bisschen Real Talk machen und ein bisschen über Weihnachten reden. Was ich geschenkt bekommen habe zum Beispiel, habe ich zwar schon getwittert, aber was soll es? Ich kann es ja so ein bisschen auch erzählen, kann ein bisschen ausschmücken. Vielleicht bietet sich da auch noch die Möglichkeit dazu. Am ersten Mal hier das Spielgeschehen von Maho. War sie jetzt die so kitschig gesprochen hat? Ja, ich glaube, das war die. Wie geht's, wie steht's? Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Du wirst dich bestimmt an meiner Prüfung versuchen, oder? Magengrummeln gratiert. Los geht's, ich bin bereit. Die Inselprüfung kann starten. Ich muss schon sagen, bei dir und deinen Pokémon stimmt einfach die Mischung. Kein Wunder, dass du einen Glitzerstein von Kaporiki bekommen hast. Einen Glitzerstein, genau. In diesem Sinne, der Schattendschungel erwartet dich. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Die Prüfung beginnt. Jo, der Dschungel. Achso, das ist sie. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Da kannst du ihn hören. Emily, dass ich heute etwas Besonderes koche, und zwar Mahos berühmte Super-Spezialmenü. Dafür brauche ich 3 Zutaten, eine Magobeere, einen Honig und einen Roswurzel. Wärst du so lieb, das für mich zu besorgen? Passend zu dieser Abenteuer bekommst du von mir einen Zutatenbeutel. Zutatenbeutel erhalten. Natürlich. Ein Zutatenbeutel wurde in der Basis-Item-Starship vertraut. Wenn du die ganzen Zutaten nämlich einfach in den normalen Beutel verstauen würdest, könnte ich das Aroma somit das gesamte Gericht verfälschen. Könnte es das gesamte Gericht verfälschen. Aber genug geredet. Die erste Zutat wartet schon darauf, von dir gefunden zu werden. Ja, dann soll sie nicht lange warten. Zutat. Wir begeben uns auf die Suche nach der ersten geheimen Zutat. Da blinzelt schon was, da blinkert was. Oh, Pokémon. Ach, wir gehen schon mit der Maho dorthin. Diese Mantis müssen Windsachen bekommen haben, wie stark du bist. Magobeeren findest du hier in dieser Umgebung. Du musst nicht lange suchen. Allerdings solltest du vorher vorsichtig sein. Denn die Mantis haben ebenfalls auf diese Beeren abgesehen. Sie werden wenig erfreut darüber sein, wenn du ihnen eine von der Nase schnappst. Komm wieder zu mir, wenn du die richtige Zutat aufgetrieben hast. Ach, die Mantis sind nicht das Problem. Die, ach, ich greife denen das vor der Nase weg. Das bin schon genug, sagt sie ja selbst. Der aus dem Baumstamm sickernde Nektar verströmt einen süßen Duft. Hoppla. Von der Art hast du abgerutscht. Möchtest du die am Boden liegende Magobeere einsammeln? Jo, möchte ich. Magobeere in Zutatenbeutel verstaut. Joa. Dann mal weiter nach. Ach, das ist das schon die Magobeere, die ich brauche, oder? Ist das schon das, was ich haben will? Was die Zutat angeht, bist du dir sicher, dass du die hast, die du wolltest? Wenn sein Pokémon auch auf sie abgesehen hätte, greift es später vielleicht an. Ich bin mir sicher.
Okay, auf zur nächsten Zutat. Nichts wie los. Ich bin mir nicht sicher, aber... Was soll's? Kommen wir später nochmal zurück. Okay. Die Pokémon sind schon überrascht. Das heißt, ich habe ihnen irgendwas genommen. Honig kannst du von den Blüten der im Dschungel wachsenden Büsche sammeln. Aber wo es viele Blumen gibt, trifft man auch auf viele Pokémon. Wenn du die Zutat hast, zeig sie mir. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich die erste Zutat richtig geholt habe, aber... Ja, ich werde mal gucken. Hier vielleicht Honig. Es duftet herrlich. Möchtest du Honig von den prächtigen Blüten sammeln? Ja. Honig in Zutatenbeutel verstaut. Was war da nicht so schwer? Moos überzogen. Eine moosüberzogene Fläche. Und hier steht der Inselkönig hier. Der Chiave von der Feuerprüfung. Man sagt, dass sich Pokémon von Blüten angezogen fühlen. Wenn man später nicht von Pokémon angegriffen werden möchte, sollte man die Büsche mit vielen Blüten meiden. Die Zutaten sind zwar wichtig für die Prüfung, doch den Schattendschungel lebenden Pokémon bedeuten sie ebenfalls sehr viel. Die Kampfknochen etwa, die ich Maho gegeben habe, bekomme ich normalerweise als Dank dafür, dass ich den Knoga aushelfe, aber manchmal muss ich mich auch mit ihnen darum streiten. Okay, ja, aber ich habe den Honig, dann gehen wir mal zu Maho. Denn Inselprüfung ist ziemlich leicht. Dafür ist das Herrscher-Pokémon wahrscheinlich umso stärker. Was diese Zutaten geht, bist du dir sicher, dass du die richtige hast, die du wolltest? Es ein Pokémon auf sie abgesehen hat, greift es später vielleicht an. Ich bin mir sicher, dass ich Honig habe. Okay, auf zur nächsten Zutat. Nichts los. Naja, so schwer ist es ja nicht. Hier sehen wir auch noch die Animation, wie sich die Ringe dort, der Ring dort, immer drum kümmert. Sammeln sie sich jetzt und greifen dann zum Schluss gemeinsam an. Das wär's. Großwurzeln findet man bei den Wurzeln von Bäumen, die wie das Pokémon-Muggelbaum aussehen. Aber sei vorsichtig, denn manchmal handelt es sich dabei um echtes Muggelbaum. Und du die Zutat hast, zeig sie mir. Mach ich. Dann such mal nach einem Nicht-Muggelbaum. Aha, darin besteht wohl die Gefahr, dass man einem echten Muggelbaum begegnet, der sich als falscher Muggelbaum tarnt. Ah, und hier ist die Crazy. Oh, hallo Zwergenfee. Bist du wegen Mahos Prüfung hier? Ganz genau. Oh, das war nur geraten. Aber dir hat sie ja einen tollen Prüfungsteilnehmer an Land gezogen. Ich bin hier, weil Maho mich gebeten hat, ihr etwas Tafelwasser mitzubringen. Das ist schön. Hier sind aber sehr, sehr viele von diesen Bäumen rumstehend. Du hast die Prüfung noch nicht abgeschlossen. Du musst die Prüfung nächstes Mal aber wieder von vorne beginnen. In Ordnung, nein. Ja, ich möchte hier weitermachen. Ich möchte nicht abhauen. Es war ein Versehen. Jetzt spreche ich einfach mal den ersten hier an. War auch bisher immer das Erste. Hier steht ein Baum, der dem Pokémon-Muggelbaum ähnelt. Seine Äste wackeln leicht. Möchtest du die große Wurzel einsammeln? Jo, ja damit. Großwurzel in in Zutatenbeutel verstaut. Zahnbeutel. Ja, wir sind hier nicht bei der Zahnfee. So, ich habe das Item, was du brauchst. Das war gar nicht so schwer. Was die Zutat angeht, bist du dir sicher, dass du die hast, die du wolltest? Wenn es ein Pokémon auch auf sie abgesehen hatte, greift es dich später vielleicht an. Später greift es mich an. Ah, ist das Wurz, was versuchen später. Ich bin mir sicher. Wir haben eine Zutat zusammen, also lass uns zurück zum Eingangsbereich gehen. Da warten jetzt drei Pokémon auf uns, oder was? Muggelbaum. Das folgt jetzt. Genau, haben wir jetzt einen Dreierkampf und danach das große Herrscherduell, oder was? Danke. Gut, dann überprüfen wir jetzt nochmal deine gesammelten Zutaten. Ob du auch die richtigen hast. Zuerst die Marco-Beere. Niemand. Dann melden die sich zu Wort. Ah.
Jetzt ist die Zeit der Kämpfe. Niemandes Wild erscheint und möchte seine Marco-Beere zurückfordern. Nie wird es nicht kriegen. Die werden wir nehmen. Die brauchen wir für die Prüfung. Nix da. Die kriegst du nicht. Was? Wird der Tag ab? Okay. Müssen wir uns doch ein bisschen anstrengen, um die Beere doch behalten zu dürfen. Eisenschweif, komm. Mach's alle. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. So, Imantis. So, Imantis, gleich bist du am Ende. So, meine Beere. Verschwinde. Ja, Spitze, auch eine neue Art der Prüfung. Ah, du hast dir eine Marco-Beere genommen, auf die es auch diese Imantis abgesehen hatte. Dieses Imantis, meine ich natürlich. Okay, dann werfen wir die Marco-Beere in den Topf. Und das Tafelwasser von Tracy gießen wir auch einfach mal dazu. Als nächstes der Honig. Und da kommt dieses Curry-Dingens an. Wie heißt das? Das heißt Kurelei. Kurelei heißt es natürlich. Ja, war mir nicht mehr ganz bewusst. Kurelei männlich. Level 21. Möchte von mir ein Eisenschweif abbekommen. Zack. Ja, das sieht doch schon ordentlich aus. Ein bitterer Kuss. Abgewehrt. Na dann. Noch einmal ein Eisenschweif und dann holen wir uns den Honig. Nein, nicht. Wohl abgelehnt. Mann. Mist. So, noch einmal ein Eisenschweif. Und zack, die Duster haben wir den besiegt, den Kurelei. Da war es um ihn geschehen und wir dürfen den Honig behalten. Juhu! Können wir die Prüfung fortsetzen? Pikachu erreicht Level 26. Und super, Funkensprung. Aber unbedingt. Pikachu hat die Ladestrahl vergessen und Pikachu in einen Funkensprung. Das ist doch spitze. Damit kann man doch arbeiten. Lea erreicht Level 26. Kid erreicht Level 21. Kid versucht Wasserring zu erlernen. Eine Attacke ersetzen. Ja, nicht unbedingt. Doch Nassmacher können wir vergessen. Das ist nicht sehr gut. Das Wasserring nicht auch nicht unbedingt, aber ja, wir können es erstmal machen. Kid erlernt Wasserring. Damit rein mit dem Honig. Da hast du wohl den Honig mitgenommen, den Kurelei verputzen wollte. Mit dem Kampfknochen von Chiara rühren wir jetzt den Honig unter. Dann machen wir das mal. Da liegt noch ein Pokéball, den ich nicht mitgenommen habe. Den haben wir gerade in der Großaufnahme gesehen. Und zu guter Letzt noch die große Mutzin. Da meldet sich jetzt auch noch der Muggelbaum zu Wort. Momogeli. Da kommt Muggelbaum angestapft. Und ein Kampf gegen das Muggelbaum. Ein Muggelbaum wild erscheint. Na dann, los Pikachu! Donnerschock! Du hast immer noch keinen Donnerschock. Aber Donnerblitz kannst du einsetzen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber Donnerblitz könnte doch auf Bäume was bringen. Können sie doch schnell zum Brennen bringen. Naja. Mittelmäßig. Shit! Aber die Attacke vom Muggelbaum war gar nicht mittelmäßig, sondern sehr gut. Pikachu wurde auf einmal besiegt. Ein One-Hit. Nein. Dann muss wohl Lea in den Kampf ziehen gegen das Muggelbaum. Und ihre Attacke einsetzen. Und hoffentlich den Muggelbaum besiegen. Wie wär's denn mit Finte? Das ist doch eine schöne Attacke. Kann man mitkämpfen. Au. Sternschauer vielleicht. Das Muggelbaum ist paralysiert, das könnte gut sein für uns. Sternschauer. Oh nein, noch ein klitzekleines bisschen. Komm, das kleine bisschen hier. Das kriegen wir noch hin. Komm, das kleine bisschen. Noch einmal Sternschauer und haben wir's. Ein Stern, der deinen Namen trägt hier. Muggelbaum. Extra für dich graviert. So. Meine Axt trägt deinen Namen. Genau. Steve erreicht Level 26 oder war das 26? Furienschlag. Ja, Furienschlag. Unbedingt doch. Was vergessen wir denn? Wie wär's denn mit Ruhe? Oh, ja. Komm. 1, 2 und schwupp.
Steve hat Ruheort vergessen und Steve verlernt Furienschlag. Ich bin eher so ein offensiver Typ. Defensive Attacken brauchst du mir gar nicht erst vorzuschlagen. Na sowas, Mulgebaum hatte die große Wurzel wohl zu deinen Füßen liegen, um mehr wie ein echter Baum auszusehen. Kein Wunder, dass es sie wieder haben wollte. Tja, dann sieht es wohl jetzt nicht wie ein echter Baum aus, sondern nur wie ein Mogelbaum. Dann ist es jetzt nur noch ein Mogelbaum und mogelt vor, ein Baum zu sein. Spannender Wortwitz. Okay, es ist vollbracht. Jetzt fehlt nur noch eine Prise mit speziellen Gewürzes. Eines speziellen Gewürzes. Na dann. So, Machos, super lecker, super Spezialmenü ist fertig. Ah, nicht mehr das Rumgestampfe und so weiter. Das war doch ziemlich zweideutig, Pokémon-Sonne. Das haben wir zum Glück entfernt, dieses Drück auf den A-Knopf, drück schneller, drück Donner. Genau so. Kinderspiel und so weiter. Ein eigentümlicher Geruch breitet sich aus. Aus den Tiefen des Dschungels ist eine mächtige Aura zu spüren. Dam, dam, dam. Ein wildes Herrscher-Pokémon. Da, jetzt kommt's richtig. Jetzt dreht sie sich um und... greift an. Es greift mit voller Kraft an. Manche der Herrscher greift an. In Pokémon Sonne habe ich es sehr schwer in Erinnerung. Aber mal sehen, was unser Team, unser jetziges Team, so anstellen kann. Pikachu ist schon besiegt. Wir haben noch Lea und den Rest des Teams. Das wird wohl irgendwie reichen. Vielleicht hilft Finte, wir können das mal probieren. Und ich kann mal zwischendurch vielleicht mal das reden, was ich am Anfang versprochen habe. Das kann sich natürlich selbst teilen. Ja, das ist das Blödeste an dem... Guck mal hier, in dieser Strahl, Alter. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ja, was habe ich zu Weihnachten bekommen? Da muss ich kurz nochmal nachgrübeln. Was habe ich eigentlich bekommen? Ich habe mir relativ wenig... Spiele gewünscht zu Weihnachten. Noch ist so die Zeit, wo ich irgendwie noch Geschenke bekomme von der Familie. Oh, Kekleon, das Neben-Pokémon. Das wollte ich eigentlich nicht angreifen, aber habe ich jetzt gemacht. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Ich habe ein Spiel, ein DS-Spiel bekommen. Pokémon, die schwarze Edition 2. Also schwarz 2. Das hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Und jetzt ist die Sammlung von Pokémon-Editionen vollständig. Von denen, die man als DS-Hüllen kaufen kann. Ich habe jetzt von jeder Edition quasi einen Vertreter. Das ist doch sehr schön. Sternschauer, das wirkt auf beide. Das ist doch gut. Kann man mal einsetzen. Solarklinge. Na, das ist, ja, ich hätte einen Trank einsetzen sollen. Jetzt ist es um Lea geschehen. Ja. Dummbatz, Dummbatz. Was habe ich noch bekommen? Ich habe das Merch-Teil bekommen, was ich gerade anhabe. Ihr seht es gerade nicht, aber ich habe Merch bekommen. Und das, was ich gerade anhabe, ist ein Hoodie. Das Bomben-Shirt von Let's Play Markus. Das trage ich jetzt bei der Aufnahme immer. Das stinkt dann irgendwie nach einem Monat dann wieder so. Nein, Spaß. Ich trage das nicht den ganzen Monat. Da mal keine Sorge drum. So, ja. Das habe ich bekommen, so ein kleiner, kuscheliger, roter Pulli mit dem Bombenaufdruck von SB Markus. Oh, Kitzlin hat es sehr schwer getroffen. Das Fischgesicht wurde besiegt. Der könnte jetzt hier was bringen. Steve, der war doch so gut in der letzten Prüfung. Der könnte doch hier auch was ausrichten. Schöne Grüße von mir. Marmeladen-Oma-Merch habe ich auch bekommen. Ein T-Shirt mit dem Logo der Marmeladen-Oma drauf. Was nehmen wir für eine Attacke? Furienschlag, das hast du neu gelernt. Wie hast du damit auf Mantidea? Da ist noch wenig passiert, der Mantidea. Ja, kann was aushalten. Furienschlag, komm. Das ist Wirken. Das sieht aber nicht nach Wirken aus. Ach du Schande. Ja, was habe ich noch bekommen? Ich habe... Ja, das war's eigentlich. Das war's noch nicht, aber das waren so die schönsten Sachen. Da habe ich noch zwei wundervolle Filme auf DVD bekommen. Das ist einmal Merry Christmas, die DVD, und einmal die, wie heißt das, Inferno mit dem, wie heißt der,
der Forrest Gump gespielt hat, Tom Hanks, die Z-Attacke. Da habe ich jetzt auch meine Sammlung vollständig sozusagen. Da habe ich schon den Illuminati-Film, den Illuminati-Film habe ich schon seit langem. Da habe ich jetzt Da Vinci Code und der Da Vinci Code Sakrileg dazu gekauft mir letztens. Und jetzt zu Weihnachten habe ich jetzt noch den. Oh, das hat einiges gemacht. Leider kann man die nicht öfters einsetzen, die Z-Attacke. Oha, und leider Steve auch jetzt besiegt, aber wir haben hoffentlich Beleber. Inferno habe ich jetzt dazu bekommen als letztes Teil der Trilogie. Ist ja jetzt nicht wirklich eine Trilogie, aber haben irgendwie was miteinander zu tun, die drei Filme. Und Merry Christmas, das ist ein sehr schöner Weihnachtsfilm, wie es schon im Titel steht. Das ist ja halt irgendwie ja klar. Scheiße, jetzt habe ich es auf den falschen eingesetzt. Das sollte man eigentlich nicht machen bei der Prüfung. Zum Glück setzt der Sonntag ein oder sowas. Oha, kann sich selbst heilen. Na dolle. Ich sollte, glaube ich, mal einen Beleber einsetzen. Merry Christmas, das geht darum. Ja, falscher Wortansatz. Das spielt im Ersten Weltkrieg an der Westfront von Frankreich, also Deutschland zu Frankreich. Ja, damals Deutschland zu Frankreich, will ich jetzt nicht sagen, das ist. Ah, falsche Worte. Ich finde keine Worte dafür. Erster Weltkrieg, Drama rund um Soldaten, die an der Front kämpfen und da halt gegeneinander kämpfen. Ja, was macht man an der Front? Ich bin es durcheinander, weil ich auf den Kampf gucken muss und selbst den Film erklären muss. Und an Heiligabend beschließen die halt beide Seiten der Front, um sich halt zu sammeln und halt Weihnachten im Niemandsland zu feiern, als dort auf dem Land, wo halt drum gekämpft wird, also wo noch nicht beschlossen wurde. Oh, Flicker, sehr gut. Nicht beschlossen wurde, um. Also wem ist, welchem Land es zugehört. Ja, Niemandsland halt nannte man das. Und dann steht halt dieses Wunder, dass er halt über die Weihnachtstage nicht kämpfen, sich nicht bekriegen, sich nicht erschießen, sondern halt mitten in diesem Schneeland, in diesem weihnachtlichen Niemandsland spielen, halt miteinander auch Weihnachten feiern, singen und beten und halt auch gemeinsam den Alkohol trinken, den sie mitgebracht haben zu Weihnachten, und auch ein Fußballspiel findet statt. Und ja, ist ein wundervoller Film. Das ist das Weihnachtswunder, was dort wirklich passiert ist. Ist nach einer wahren Begebenheit. Ist wirklich tatsächlich so im Ersten Weltkrieg passiert. Ist einfach wunderschön. Synthese heilt sich selbst. Ach, die Kacke. Ich hasse das. Ich hasse das. Und sich Puck mal selbst heilen können. Meine Güte. Ich werde hier wahnsinnig. War wahrscheinlich ein Volltreffer oder was? Nein, das ist wirklich so gut, das Pflücker. Okay. Tränke einsetzen. Ich hoffe, ich habe noch welche mit dabei. Super Tränke habe ich noch mit dabei. Das ist gut. Fünf Stück habe ich noch an der Zahl. Ja, dann habe ich noch ein paar neue Handtücher geschenkt bekommen. Ja, meine alten Handtücher sind schon ranzig und alt. Schön, mal neue Handtücher zu bekommen. Und neues Duschgel. habe ich auch geschenkt bekommen von meinen Eltern. Das ist ein besonderes Duschgel. Das ist irgendwie so ein. Oh, Hoodie wurde besiegt. Kacke. Wie sieht es denn aus mit Mary? Habe ich jetzt noch im Team. Kann die irgendein Beleber einsetzen oder sowas? Ich hoffe ja. Das letzte Pokémon im Team. Ja, und jede Menge Süßigkeiten habe ich natürlich bekommen. Das ist ja. Ich habe hier jetzt hier auch rund um die Aufnahmeszenerie hier jede Menge Süßigkeiten zu stehen. Na. Nehmen wir wieder ein paar Kilo zu. Nicht nur ein paar, sondern einige. So, Beleber rausprobeln und. Ach, ein Beleber haben wir noch. Das passt ja. Auf Hoodie einsetzen. Das passt nicht. Ich bräuchte ein paar mehr. Hoffen wir, dass es aushält. Sonntag.
Hoffen wir, dass sie die sich vor allem nicht selbst heilt hier. Das ist am besten, kann ich jetzt Hoodie gleich einsetzen und ja, Hoodie habe ich an. Ja. Auch ein schönes Wortspiel im Namen. Super Tank, einen von den letzten Vieren auf Hoodie einsetzen und hoffen, dass Mantidea sich nicht selbst heilt. Das wäre schön, wenn wir das schaffen könnten. Solarklinge, okay, ja, ganz war zu erwarten, dass Mary jetzt Game Over geht. So, Hoodie gibt dein Bestes. So, irgendwas ist fehlgeschlagen. Komm, Hoodie, du schaffst das. Vertraue auf dir. Nein, jetzt nicht die Heilattacke, nicht die Heilattacke, nicht die Heilattacke. Komm, noch einmal pflückern, das würde sehr gut sein. Mantidea besiegen. Komm, 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 komm. Mach mal was, was mich stolz macht. Mach mich stolz. Synthese, natürlich, 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 selbstverständlich. Selbstverständlich, das war so klar, das war gut. Musste passieren. Das musste einfach passieren. Und natürlich wieder voll geheilt. Das ist. Also. Das war so. Das war so vorgesehen. Das musste einfach. Das, es hätte nicht anders sein dürfen. Es ist einfach. Ja. Was auch sonst. Aber Hundi, vielleicht kriegst du es trotzdem noch hin. Komm jetzt zum Ende des Parts. Mach mich glücklich. Mach mich stolz. Beende diesen Kampf glorreich. Mach es alle. Es ist schon rot. Kreideschrei. Komm, halt's noch ein bisschen aus. Kreideschrei bringt dir doch nichts, oder? So. Noch einmal Pflücker. Mach mich zu einem stolzen Besitzer. Zu einer stolzen Besitzerin. Zu einem stolzen Zwergenfee-Hoodie. Komm. Kreuzschere. Hältst du aus? Hältst du aus? Hältst du aus? Hältst du aus? Und Pflücker. Komm, mach's alle. Nice. Nice, nice, nice. Das ist doch ein bestes Weihnachtsgeschenk. Auch von meinem Pokémon-Team ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen. Nein! 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 Dieses verdammte Helfer-Pokémon! Nein! Wir haben es doch schon geschafft. Kein... Och, nö. Oh, nö. Das Ding hatte nur noch ein paar KP. Das hätte ich mit... Hätte ich mit Pflücker jetzt noch besiegen können. Och, nö. Komm schon. Nee. Nicht wirklich. Zwangfee hat kein kampffähiges Pokémon mehr. Naja. Ihr habt gesehen, wie gut ich dran war, wie gut ich das geschafft habe. Hoodie, diesmal wirklich, ich weiß, dass ich mit Hoodie was anfangen kann in dieser Prüfung. Komm schon, Hoodie, du schaffst das. So, hier noch ein paar Tränke kaufen und dann versuche ich mich nochmal an der Inselprüfung und zeige euch, wie ich gewonnen habe, jetzt hier in der Aufnahme noch. Du hast offenbar Chiaves Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch, das Warensortiment hat sich erweitert. Na dann, gib mir etwas, was ich kaufen kann. Geld habe ich noch, ein paar Beleber, die brauche ich auf jeden Fall. Kann ich mir aber nicht leisten, ich muss mir auf jeden Fall Tränke leisten. Drei Beleber müssen reichen. Sind doch arschteuer. Super Tränke. Okay, wie viele davon kann ich? Sechse. Okay, drei Beleber und sechs Tränke. Ich habe 9 Tränke und 3 Beleber. Muss ausreichen. Ja, wird ausreichen. So, dann versuchen wir es nochmal. Da haben wir hier gleich wieder die Animation hier. Aus den Tiefsten des Dschungels und so weiter und so fort. Da kommt was von hinten angekochen. Angestapft wurde ja. Da haben wir es wieder. Das manche näher. Bam, bam, bam. Mama, next try. Der Versuch. Jetzt weiß ich ja besser über Hoodies Stärke Bescheid. Na dann. Hau rein, Hoodie. Gib dein Bestes, gib das Rest des Teams auf, damit es dir zur Seite stehen kann. Los, Lea! Du hast schon gekämpft. Pikachu und Lea haben schon bereits die Vor-Pokémon besiegt. Man musste tatsächlich alle von vorne machen. Muss die ganze Prüfung nochmal bestehen, aber war ja nicht sonderlich schwer. Habt ihr ja gesehen. Ist ja jetzt nicht so schlimm, da mal in die Orts zu gehen und das Erste zu greifen und sich da mitzunehmen. So, Solarklinge. Ah. Ah. Und dann noch das Krieg Leon, was
angegriffen werden will. Komm schon, komm schon. Nein, nein, Solarping, nein. Ich hätte ihn mit ihm einsetzen sollen. Das war der falsche Zug. Tja, wenn die Dia besiegt, Solarping passiert nichts. Aber das kriegt Leon gleich noch an. Das ist heftig. Sonntag können wir noch Hoodie heilen, bevor Kick Leon hier angreift. Ja, die Attacken sind jetzt nicht mehr so ganz, aber Rasierblatt kann eventuell was bringen. Mach mich stolz. Mach mich stolz, als du es eh schon gemacht hast. Farbwechsel von Kick Leon wirkt. Kreideschrei ist in Ordnung. So, die Spannung hat gleich ein Ende. So, das kriegen wir hin. Pflücker ist sehr effektiv auf Kick Leon. Oh, doch. Dann setze ich das doch gerne ein. Na komm, mach's zu Ende. Ja, nice. Wir haben es geschafft. Wir haben die Inselprüfung noch in diesem Part geschafft. Na dann, das war doch ein toller Part. Dass ich es mal zwischendurch geschafft habe. Du besiegst einen Antidea-Herrscher. Da freue ich mich doch sehr, das mal abgeschlossen zu haben. Du bist ja noch ziemlich stark, Zwergfee. Nicht nur, dass du ziemlich Talent hast, nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Unglaublich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrscher-Pokémon Matidere besänftigt hast. Besänftigt? Ich hab's besiegt. Besiegt habe ich's, nicht besänftigt. Was redest du da? Du hast... Achso, das ist Maho. Maho? Ist Maho die oder ist Maho die andere? Ich glaube, das ist die andere. Du hast dein Arboretos. Du und dein Arboretos habt ein tolles Team abgegeben, als ihr mit den hier im Dschungel lebenden Pokémon um die Zutaten gekämpft habt. Im Vella Vulkanpark hat sich auch mein Knugger Mylos besiegt. Ach, Tracy ist das, ja, da hätte ich jetzt anders sprechen sollen. Auch mein mit größter Hingabe trainiertes Aranestro hatte keine Chance. Dann hast du ja alle drei Prüfungen auf Arcana erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür, dass du eine super schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Das ist doch ein Sandstein. Das ist doch super. Eine weitere Megakraft vom Typ Platz. Spitzenklasse, die Prüfung ist bestanden. Da kann ich ja friedvoll aus diesem Part herausgehen. Ja, das haben wir großartig gemacht. Hoodie, du hast das großartig gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du hast mich stolz gemacht. Mein tolles Team. Du hast den Z-Kristall von Maho erhalten. Du hast den Z-Kristall des Typs Pflanze, auch Botanium-Z, genannt, erhalten. Das wird wohl Hoodie sich wohl sehr gut verdient haben. Das wird er wohl direkt mal bekommen. Die Pose, um aus Pflanzendruckmann diese Kraft herauszuholen, geht genau so. Schau genau hin. Pflanze! Da macht sie die Bewegung und ja. Das mache ich definitiv nicht nach. Und da du meine Prüfung bestanden hast, kannst du nun auch Pokémon hier aus dem Schattendschungel fangen, Zwergfee. Kannst du dir jetzt ein Mantidea fangen? Als kleine Starterhilfe will ich dir gleich mal diese Nestbälle hier auf den Weg geben. Du erhältst 10 Exemplare des Items Nestball. Nestbälle werden in der Itemstar verschaut. Na sowas, Mantidea hat hier gar nicht alles aufgegessen. Dann könnt ihr euch auch eine Portion gönnen, Java und Tracy. Also, im Moment bin ich ziemlich satt. Ich habe vorhin ein paar Beeren gegessen. Außerdem hast du das Essen ja speziell für Pokémon zubereitet. Ich finde, es ist genau das Richtige für ein frisches und fideles Pokémon wie Mantidea. Wirklich? Meiner ist ein großer Fan von diesem Gericht und verspeist es immer mit Genuss. Ich dachte, ein Essen, das Herrscher-Pokémon anlockt, müsste auch Menschen schmecken. Na gut, dann... Achso, das sagt nicht er. Er hat gerade mit dem Kopf gewackelt, deshalb dachte ich, er spricht. Na gut, dann bringe ich den Rest jetzt eben zu meiner. Bis zum nächsten Mal, Zwergfee. Diesmal kosten sie nicht. Beim letzten Mal haben sie gekostet. Das war ziemlich scharf. Oh, hier riecht's aber lecker.
hat Maho wieder mal ihr Spezialmenü gekocht. Du hast doch Mahos Prüfung bestanden, oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als das TM Schmalhorn. Da garantiert dir einen Treffer. Und was auch immer. Du hast das TM 67 Schmalhorn. TM 67 Schmalhorn wurde in der TM-Tasche verstaut. Oder was mit einem Attacknamen auszudrücken. Es ist nur ein Funk entfernt. Machen wir sofort im nächsten Part. Im Dschungel müssen wir gar nicht lange rumwühlen. Wir haben schon ein Pflanzen-Pokémon, ein starkes Pflanzen-Pokémon. Das ist Hoodie. Also brauchen wir kein weiteres Mantidea oder so. Können wir darauf verzichten, getrost. Aber den Kristall, den werde ich gleich mal Hoodie geben. Und dann können wir den Part in Frieden beenden. Mein Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung von Arcana, Zwergfee. Jetzt nicht gesehen, aber Hoodie hat jetzt die Z-Attacke vom Typ Platz zur Verfügung, hat jetzt den Z-Kristall bekommen und kann jetzt Kräfte einsetzen. Ja, im nächsten Part geht es dann zum Forschungsinstitut, zum irgendwie sowas, Ultra-Forschungsinstitut heißt das, glaube ich. Ja, für heute soll es das aber gewesen sein. Ja, ich bin dann mal wieder in der Winterpause. Für wie lange? Ich hoffe ein bisschen länger. Ich hatte bloß heute Zeit und habe dann mal ein bisschen Bock gehabt und habe mir dann gesagt, ja, machst du mal ein Part, schaffst du die Prüfung mal. Ja, Däumchen nach oben, sollte euch das gefallen haben, dass ich für euch aus der Winterpause heraus die Inselprüfung bestanden habe. Dann hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit und ja, gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Part Pokémon Ultramond oder bis zum nächsten Video. Oder bis zum Silvester-Special, das kommt ja auch bald. Ansonsten, ihr habt euch wohl und haut rein. Ciao, ciao, adios.